Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Family-Vlog. Heute ist Mittwoch, oder? Ja, heute ist Mittwoch, also ein Tag nach meinen Nachtdiensten. Also gestern bin ich aus der Nacht rausgekommen und ich fühle mich genauso erschöpft, wie ich vielleicht aussehe. Also mittlerweile sind Nachtdienste nicht mehr so einfach wie früher, also ohne Kind. Und die ersten Nächte da auf Station, die waren damals eigentlich ganz gut, aber jetzt die 3 Nächte... war total der Kampf und ich habe gestern nach dem letzten Nachtdienst halt nicht so viel geschlafen. Also mache ich meistens nicht, damit ich wieder irgendwie so in den Rhythmus komme. Und dafür fühle ich mich heute so gerädert. Also heute Morgen, ich habe meine Augen nicht aufgekriegt und in der Nacht wurde Mila kurz wach. Ich habe das nicht mitgekriegt. Also das Babyfon stand direkt neben mir und Julian ist aufgestanden, weil ich habe es einfach nicht gehört. Also ich habe einfach weiter geschlafen. Und ja, ich hoffe, morgen sieht es anders aus, dass ich einfach wieder irgendwie einen Rhythmus finde und ja, das dazu. Und ich habe hier gestern meine Nägel seit langem mal wieder lackiert, aber nur die eine Seite, die habe ich noch nicht gemacht, das muss ich heute machen. Ich hatte mir nämlich letztens bei, ich weiß gar nicht, wo ich den gekauft habe, ist auf jeden Fall von Catrice, Nagellack geholt. Mint Map heißt der. Ich mag ja eigentlich so mintfarbene Farben. Ja, ich werde jetzt aber erstmal frühstücken. Julian kommt sicherlich auch gleich dazu. Aber Julian hat Spätschicht, von daher schläft er jetzt gerade noch. Und ja, ich werde jetzt aber schon mal noch meinen Kaffee trinken und Tee trinken und ein Brötchen essen. Ich habe jetzt nach dem Frühstück eben Milas Bett neu bezogen, habe jetzt diese Sternchenbettwäsche von Rober drauf gemacht. Also ja doch, die müsste von Rober sein. Und diese Bettwäsche, die ich jetzt in die Wäsche schmeiße, da hatten einige nachgefragt, woher die denn ist. Die ist von einer Seite, die heißt Petit Bibot, wenn ich das richtig ausspreche. Und die haben wir zugeschickt bekommen und haben dazu aber auch einen Rabattcode bekommen. Das schreibe ich euch sonst nochmal in die Infobox und die ist echt schön. Die hat irgendwie so einen Bambusanteil und ich glaube, man erkennt es nicht, aber die fühlt sich richtig, richtig toll an. Also die ist leicht, aber trotzdem ja so kuschelig. Also nicht so wie diese hier. Also die fühlt sich nicht ganz so toll an, aber die fühlt sich echt richtig gut an und deswegen werde ich die jetzt auch direkt in die Waschmaschine schmeißen. Und hier jetzt noch so ein bisschen aufräumen. Und ja, dann sind wir hier wieder fertig. Draußen stürmt es übrigens total. Also echt kein schönes Wetter heute. Und wenn ich jetzt gleich hier fertig bin, werde ich mich eben fertig machen. In einer Stunde kommt nämlich der Herr für die Markise. Da sind nämlich irgendwelche Schrauben, gucken da raus. Und die eine ist letztens rausgefallen. Und ich glaube, es hat keine Lust, dass einem die Markise da auf den Kopf fällt. Von daher muss der da mal gucken, was das für Schrauben sind. Und das Ganze wieder richten. Ich gucke gerade, ob es schon wieder regnet. Nee. Auf jeden Fall haben wir heute Nachmittag noch eine Verabredung, also so ein Mama-Kind-Treffen. Und eigentlich wären wir gern in den Bürgerpark gegangen, aber das Wetter macht uns mal wieder einen Strich durch die Rechnung. Von daher, ja, werden wir uns wahrscheinlich drinnen einen netten Nachmittag machen. Das stürmt echt richtig dolle. Also es ist echt kein schönes Wetter für fast Mai. Also ich kann es nicht glauben, dass das Wetter echt so schlecht ist. Der Herr von der Markisenfirma kam viel später als gedacht. Von daher bin ich jetzt etwas im Verzug mit allem und habe nicht so viel geschafft, wie ich schaffen wollte. Ich bin nach wie vor aber auch super müde. Also ich komme heute nicht so richtig in Gang. Also ich bin so richtig erschöpft. Also das hatte ich lange nicht mehr, dass ich richtig so müde war und irgendwie die Augen schwer sind. Also richtig schlimm irgendwie heute. Aber ich will nicht mehr nörgeln jetzt. Ist mal gut. So, ich trinke gleich noch einen Kaffee. Und deswegen ist es auch, glaube ich, gut, dass wir heute Nachmittag unterwegs sind. Weil wenn ich jetzt mit Mila zu Hause gewesen wäre, ich weiß nicht. Man braucht so ein bisschen Action, glaube ich, dann. So, und ich habe noch Essen gekocht, aber ich glaube, das esse ich mit Mila heute Abend. Und jetzt werde ich aber versuchen, nochmal eben hier das Chaos in der Küche zu beseitigen. Dann setze ich mich nochmal kurz hin, trinke einen Kaffee und dann fahre ich Mila abholen und dann fahren wir direkt weiter. Und in der Zwischenzeit lädt nochmal eben die Kamera, denn 10% Akku reicht, glaube ich, nicht mehr für den Rest des Tages. Achso, und ich habe es geschafft, mir eine andere Hand zu lackieren. Das musste auf jeden Fall sein. Mit nur einer lackierten Hand wollte ich nicht länger draußen rumlaufen. Ich habe das Gefühl, dass ich bei dieser Kamera wieder irgendwas verstellt habe. Das ist der Nachteil an dieser Kamera. Man kommt super schnell irgendwo, weil die hängt doch. Das bilde ich mir doch nicht ein. Wenn ich jetzt mich bewege, hängt das Bild doch, oder? Bin ich jetzt doof? Das hatte ich ja eine Zeit lang schon mal, beziehungsweise wenn es ein bisschen dunkler ist, habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, dann hängt die auf jeden Fall. Aber ich habe das Gefühl, selbst jetzt, das ist nicht normal, die Aufnahme. Ich muss gleich mal gucken, was ich da verstellt habe. Auf jeden Fall bin ich jetzt auf dem Sprung. Ich will jetzt Mila abholen und packe gerade noch mal kurz die Wickeltasche. Ich habe da noch Ersatzklamotten reingepackt, weil nach der Kita weiß man nie, wie ihre Sachen aussehen.
Und was habe ich noch mitgenommen? Moment. Ich nehme nämlich noch einen Becher für Mila mit, weil sie trinkt ja eigentlich nur noch aus dem Becher. Ich weiß nicht, ob Christel jetzt so einen hat, deswegen nehme ich einfach so einen mit. Und dann nehme ich noch von Freche Freunde Rosinchen Fruchtmix mit. Also diese kleinen Paketchen, die wollte ich dann ins Auto packen, damit wir da mal so für den Notfall was haben. Mila kann ja immer essen und da kann ja auch schnell mal die Stimmung kippen, ne? Wenn man Hunger hat, kennen wir ja von einem selber auch. Von daher, ja, packe ich das jetzt noch ein und dann geht's los. Ich habe jetzt eben noch mal versucht, an der Kamera was einzustellen. Ich glaube, jetzt ist es ein bisschen besser, oder? Das Gefühl, es hängt gerade nicht mehr so stark. Ich muss die Kamera aber auch demnächst eigentlich mal einschicken. Dieses Objektiv ist nämlich nach wie vor nicht so richtig heile. Das hakt ein bisschen. Und ja, wie gesagt, da verstellt sich einfach so viel. Ja, ein bisschen nervig, aber gut. Ich glaube, jetzt haben wir es. Und jetzt düse ich los, die Motte abholen. Und dann geht's weiter zu Christel und Noah. Ich habe jetzt Mila abgeholt. Wir sitzen im Auto. Hat alles ein bisschen länger gedauert, weil ich noch tanken musste. Und ja, jetzt sitzen wir beim Auto, fahren jetzt los. Und ja, dann haben wir einen schönen Nachmittag. Oder Mila? Bist du gut drauf? Ich bin gut. Weiß, nimm mal deinen Schnuller raus, sonst verstehe ich dich nicht. Da war gerade ein Flugzeug, ne? Ja. Willst du auch mal fliegen? Ja? Bald, in einem Monat fliegen wir in Urlaub. Hast du Lust? Ja, mit einem Flugzeug fliegen wir dann. Cool, ne? Mama! Nee, das ist nicht deins, Mila. So, wir sind jetzt bei Christel und Noah. Und die Mamas haben gerade schon schön, was ist das, Latte Macchiato getrunken und Kuchen gegessen. Die Kleinen hatten einen leckeren Snack und jetzt wird hier gespielt und die beiden sind in so einem süßen Alter, haben gerade schon so richtig sich unterhalten, sind hin und her geflitzt und ja, sie scheinen sich auf jeden Fall in ihrer Sprache zu verstehen. Mal gucken, ob wir das gleich noch irgendwie aufnehmen können, aber es war echt süß. Dreh mal um. So. Und jetzt. Aber nicht gegen die Tür. Gib Gas. Los. Ich glaube, das Schwierige ist, dass Anschwung nehmen und dabei sitzen bleiben. Mhm. Na, wer kommt da? Noah muss auch gucken. Was ist das, Mila? Oh, ist was drin? Ist alle, ne? Ah, nee. Ist das Noahs Versteck? Man merkt Kinder im Haushalt hier, ne? So süß, aber er kennt sich ja richtig gut aus. Ja, noch ein Jahr und er macht hier die Wäsche, ne? Wir sind immer noch am Kuchen essen und trinken noch unseren Latte Macchiato. Und Christel hat diesen mega guten Sirup von, der ist von McDonald's, ne? McCafé, genau. Dieser Spiced Chai. Und ich habe doch mal erzählt, dass ich diesen Cappuccino mit einem Chai-Shot so, so gerne da trinke. Und das ist genau dieser Sirup. Ich frage auch nach, vor allem, ob es von McDonald's ist und steht Dick McCafé. Auf jeden Fall kann man den da so kaufen, richtig? Ja, genau. Ja, deswegen, ich muss auf jeden Fall das nächste Mal schauen, weil das ist echt richtig lecker. Müsst ihr mal probieren. Oh, da kannst du ja tanzen, Mila. Wow! Vielleicht tanzt Noah ja gleich mit. Cool. Wo ist Mila? Da bist du ja. Oh, kommt Noah hinterher? Große Versammlung hier. Und wieder rein? Hier, guck mal, Noah ist schon wieder durch den Tunnel raus. Jetzt haben sie was für sich entdeckt. Ja. Man hört es nur richtig rasch. So süß mit ihren Koffern. Wo soll es denn hingehen? Oh, diesmal ist sogar noch ein Ball drin. Oh, alles gewaschen wird. Ja. Noah, willst du mir da mal zeigen, wie die Waschmaschine funktioniert? Geh mal, zeig mal. Du bist doch schon Profi. Von welchen Knopf muss man denn da drücken? Oh. Ja, willst du
Auf zu. Du hast deinen Koffer in die Waschmaschine gesteckt, Mila. Ne? Soll ich den wieder aufmachen? Guck mal, da kommt Noah, der will bestimmt auch gucken, was da drin ist. Okay. Ja, du hast die ganze Zeit gerade gekocht, ne? Was ist das? Obst. Darf ich probieren? Krieg den ganzen Topf. Oh, das hast du aber gut gemacht. Lecker. Oh, danke schön. Soll ich jetzt im Topf rühren? Noah, möchtest du mitkochen? Kochst du mit? Kochst du mit? Toll, mach dir das. Ja. Komm zu Mama, Schatzi. Hände waschen. Einmal hoch. Und dann waschen wir erstmal Hände, ne? Ja. So, andere Hand gleich auch drunter halten und Mama schäumt ein. Wir haben es jetzt auch schon gleich 6:30 und ich weiß gar nicht, ob Mila überhaupt noch irgendwas zum Abendbrot isst, weil die beiden da echt viel gesnackt haben. Haben sie noch die Quetschis gefunden. Und Mila weint hat, weil sie den Hauch schon nicht ausbekommt. Einfach ziehen. Guck mal. Oh, guck mal, gar nicht schlimm. Aber dann auch wieder anziehen, ne? Du bist auch so eine Pflaume, weißt du das? Ein Hausschuh hast du an. Ich kann nicht rennen. Soll ich den anziehen? Soll Mama dir helfen? Jetzt kannst du richtig lospesen, ne? Super. Hinsetzen und tschui. Ja, das ist gut, ne? Eins, zwei und hui! Ja, Mama, kann ich jetzt nicht die ganze Zeit schieben? Mama! Ja, Mama, ich glaube, es hakt so. Einmal noch. Moment, bleib sitzen. Bleib sitzen. Und nach vorne. Guck mal, da kommt sogar gleich Bruno angeflitzt. Ich mache mir jetzt schon mal langsam meinen Salat und dann nehme ich meistens immer so ein Salatherz oder Romana-Salat, Roma-Salat, oh Gott, Salatherzen werden die doch auch genannt, oder? Das ist auch nicht so wirklich groß. Dann nehme ich noch ein bisschen Gurke, ein bisschen Tomate, ein bisschen rote Zwiebel und das hier ist der beste Feta-Käse, den ich bisher gekauft habe. Das ist auch wirklich mit richtiger Schafsmilch und der ist so cremig und vom Geschmack so richtig intensiv. Kann ich echt empfehlen. Also den gibt es auf jeden Fall bei Kaufland, Real, also den größeren Supermärkten. Und dann kommen noch schwarze Oliven rein und die gibt es bei Kaufland. Die finde ich auch echt lecker. Diese so schwarze spanische Oliven. Und ja, was mache ich noch? Ach ja, ein bisschen Olivenöl oder vielleicht nehme ich auch Knoblauchöl. Vielleicht ein bisschen Salz, Pfeffer und dann war's das. Aber vorher sagen wir jetzt schon mal Tschüss, weil der Akku jetzt schon wieder alle ist. Der hat vorhin nicht voll geladen und deswegen beende ich an dieser Stelle jetzt lieber den Vlog, bevor der nachher so abgebrochen ist. Ja, Mila, die kocht hier auch schon selber Essen. Oh, Eier, lecker. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall die Tage nochmal wieder. Oh, Mila, vorsichtig. Ja, Mila ist hier in Quatschlaune. Und wie gesagt, wir sehen uns die Tage auf jeden Fall wieder, weil ich habe noch ein paar Tage frei. Und ich hatte für die Tage vor, mit Mila Passbilder zu machen. Vielleicht nehme ich euch dabei mit, mal gucken. Auf jeden Fall erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.